Hallo, ich bin der Klaus, ich bin Notarzt in Ravensburg und ich werde euch mal erklären, wie es so abläuft, wenn jemand vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht wird. Wir kommen ja manchmal auch zu euch und dann seid ihr vielleicht in so einer Situation, dass euch der Rettungswagen mitnimmt, vielleicht auch eben mit Notarzt. Und nachdem ich euch keinen echten Patienten mitbringen konnte, habe ich euch eine Puppe mitgebracht, die liegt hier. Wir wechseln jetzt in den Rettungswagen. Dazu nehmen wir unsere Puppe mit. Die ist unser Patient und dann zeigen wir euch, wie es im Rettungswagen so läuft. Gut, jetzt stellen wir uns vor, wir sind bei euch zu Hause. Ihr seid vom Baum gefallen, habt euch vielleicht den Arm gebrochen. Mama und Papa haben euch aufs Sofa gelegt und unsere Puppe hat sich jetzt den Arm gebrochen. Wir machen dann zu Hause erstmal eine kleine Untersuchung und schauen, was genau kaputt ist. Und dann müsst ihr natürlich in den Rettungswagen transportiert werden. Das machen wir sehr schmerzarm. Und dazu wechseln wir jetzt. Der Kollege vom Rettungsdienst kommt gerade mit der Trage hier rein. Das läuft dann so ab. Die fahren mit der Trage ganz nah an euch ran, auf dem Sofa. Dann wird die Trage auf die richtige Höhe gebracht. Und dann packen viele Hände mit an, damit ihr keine Schmerzen habt, wenn wir euch da umlagern. Ihr müsst euch ja vorstellen, vielleicht ist ja so, dass der Arm ein bisschen weh tut. Unserer Puppe haben wir schon einen kleinen Zugang gelegt, haben vielleicht schon Schmerzmittel gegeben, sodass sie keine Schmerzen hat. Ja? Dann geht normalerweise jemand an den Kopf und jemand unten an die Beine und dann wird unser Patient ganz vorsichtig gedreht auf die Seite. Und mit einem Rollbrett schonend auf die Trage geschoben. Auf drei. Eins, zwei, drei. Dann wird das Brett wieder entfernt. Und wie bei jeder Autofahrt gilt auch hier, wir müssen den Patienten anschnallen. Und wenn der Patient angeschnallt ist, dann geht es Richtung Rettungswagen und da sehen wir uns gleich wieder. Patient ist jetzt auf der Trage, jetzt geht es in den Rettungswagen, der steht schon da, das Schienensystem ist ausgefahren und dann seht ihr, man kann die Trage dann oben auffahren. Und dann steigt das Rettungsteam ein und versorgt euch da weiter. So, unser Patient kommt hereingefahren. So, herzlich willkommen im Rettungswagen. Im Rettungswagen läuft alles relativ zügig. Das heißt, die Kollegen haben schon mal was vorbereitet, während wir eingestiegen sind und ich den Patienten weiter vielleicht untersucht habe oder ihm einfach erklärt habe, was jetzt passiert. Wir haben ja schon einen kleinen Pieks in der Wohnung gemacht und haben denjenigen einen Zugang gelegt. Das ist ein kleines Plastikröhrchen, über das wir Medikamente geben können. Das piekst einmal ganz kurz. Das ist so, wie wenn euch die Schwester oder der Bruder zwickt und dann ist es auch schon wieder vorbei. An dieses kleine Röhrchen hängen wir jetzt eine Infusionslösung an. Könnt ihr euch so vorstellen, wie das Wasser das Anteil an eurem Blut hat. Und wenn diese Infusion angeschlossen ist, dann können wir darüber Medikamente geben. Zum Beispiel Schmerzmedikamente, damit ihr keine Schmerzen habt oder ein bisschen zur Ruhe kommt. Und das wollen wir jetzt mal mit unserer Puppe machen. Hier haben wir auch schon was vorbereitet. Da gibt es jetzt ein Schmerzmedikament und da spritzen wir eine kleine Menge und dann warten wir ein paar Minuten, bis das gut wirkt. Und in der Zeit gehen dann auch die Türen zu und wir fahren ins Krankenhaus, damit ihr dort weiter untersucht werden könnt. Vielleicht muss man ein Röntgenbild machen, oder Ärzte müssen euch einen Gips anlegen und der eine oder andere braucht vielleicht sogar eine kleine Operation. Aber das schauen wir uns im Krankenhaus an. Auf geht's ins Krankenhaus. So, wir sind jetzt in der Klinik in einem Raum, in dem Verletzte
auf alle möglichen Arten untersucht werden können, da empfängt euch normalerweise ein größeres Ärzteteam. Jetzt sind wir hier zu zweit, der Notarzt und die Anästhesistin, die sich dann um den Patienten kümmert. Hier, wie gesagt, sind sonst viele Patienten, da wird auch erstmal viel geredet. Das erkläre ich euch deswegen, damit ihr nicht erschreckt, wenn ihr mal in diese Situation kommt. Das kann dann ungefähr so aussehen: Ich komme hier rein und sage, fünfjähriges Kind, A, B, C, stabil, ist 3 Meter vom Baum gefallen, hat sich den linken Arm gebrochen, hat eine Wespenallergie, nimmt keine Medikamente, hat zuletzt gegessen vor 2 Stunden, der restliche Bodycheck war okay. So ungefähr kann das aussehen. Dann würde ich den Patienten übernehmen und das Kommando geben, dass wir überlagern. Hallo, du bist jetzt im Krankenhaus. Und wir legen dich jetzt hier rüber auf das andere Bett, damit wir dich weiter untersuchen können. Alles ist jetzt im Kopf. Das restliche Team nimmt das Team und auf das Kommando. Wird 1, 2, 3, wird gedreht. Da dieser Patient ja wach ist, wird rüber. Und keine Schmerzen an der Wirbelsäule hat. Und auch sonst die ganze Zeit gut munter gewesen ist. Und können wir jetzt mal davon ausgehen, dass er wahrscheinlich nicht so wahnsinnig schwer verletzt ist. Aber um das genauer zu untersuchen, würden wir als nächstes so ein Ultraschallgerät holen und danach schauen, ob in den inneren Organen irgendetwas verletzt ist. So, nicht erschrecken, Kugel. Ja. Ziehe dich jetzt mal zum Teil aus, um deinen Bauch untersuchen zu können. Das machen wir dann auch so. Da wird normalerweise die Kleidung dann auch ein Stück weit ausgezogen. Keine Angst, die Unterhose darf anbleiben. Und dann nehmen wir uns ein Ultraschallgerät. Und mit dem können wir dann in den Körper reingucken. Das kann ich euch jetzt nur so zeigen. Am Bild werden wir nicht sehen bei der Kugel. Aber dann wird der Bauch untersucht an den verschiedenen Stellen, an denen eine Verletzung vorliegen kann. Ultraschall tut nicht weh, da braucht man überhaupt keine Angst haben, das spürt man gar nicht. Das ist wie ein Foto machen, fotografieren tut ja auch nicht weh. Und mit so einem Ultraschallgerät können wir ausschließen, ob irgendwas im Bauch verletzt ist, ob der Patient blutet. Als nächstes, er hat ja gesagt, dass sie sich den Arm gebrochen hat, würden wir dann röntgen. Dazu ist hier ein Röntgengerät, das fährt man dann einfach über den Patienten rüber und dann kann man die Röhrenknochen, also das Becken wird untersucht, ob das Becken gebrochen ist und dann kann man auch die Arme oder Beine dann röntgen und die Wirbelsäule oder man kann auch mit dem Patienten nach nebenan fahren, da ist ein Computertomogramm, diese Röhre. Und da kann man den Patienten durch diese Röhre durchschieben und in einer Schichtuntersuchung gucken, ob irgendwo Verletzungen da sind. Gerade schwer verletzte Patienten, da gibt es noch ein anderes Gerät, das wollen wir euch auch noch kurz vorstellen. Das steht immer hinter dem Kopf des Patienten. Das wäre ein sogenanntes Beatmungsgerät. Das bekommen die, die sehr schwer verletzt sind oder die Lunge vielleicht nicht mehr funktioniert und deswegen Sauerstoff brauchen. Das ist ein Gerät, das zeigen wir bei unseren Kinderakademien auch immer. Das brauchen aber die allerwenigsten und deswegen braucht ihr davor auch keine Angst zu haben. Nur falls es mal so weit kommt, wenn euch dann jemand eine Maske vors Gesicht hält, die liegen hier mal hier oben auf dem Beatmungsgerät, die sind verpackt, ganz steril und sicher, das heißt ohne Bakterien, die drauf sind. Die packen wir dann aus, stöpseln die an und dann wird so eine Maske dem Patienten übers Gesicht gehalten. Ja? Auch das tut nicht weh und das bekommt der Patient, der es braucht. Unser Patient hier jetzt, der braucht keine Beatmung, der braucht auch jetzt keine weitere Untersuchung, außer das Röntgenbild. Da haben wir gesehen, dass der Arm gebrochen ist. Er hat Glück, er hat den Arm nur gebrochen und kriegt einen Gips. Manche müssen auch in den OP und dann muss man solche gebrochenen Knochen vielleicht auch mal
mal wieder zusammenfliegen. Dafür haben wir dann unsere Chirurgen und die sind sehr gut da drin.